Deutschland macht den Urlaub wieder locker. Wer wie hier aus Lissabon zurückkehrt, muss nicht mehr durch die volle 2-Wochen-Quarantäne. Das gilt unverzüglich ab Mittwoch. Portugal und das Vereinigte Königreich, dazu noch Russland, Indien und Nepal, werden nicht mehr als Virusvariantengebiete eingestuft. Sie gelten nun als Hochinzidenzgebiete. Mit Folgen für Geimpfte oder Genesene entfällt die Quarantänepflicht völlig. Für alle anderen gelten 10 Tage. Sie können durch Testen auf 5 reduzieren. Grund für die Herabstufung, auch Deutschland selbst ist auf dem Weg zum Virusvariantengebiet, die Unterschiede entfallen. Der Delta-Anteil an den Infektionen liegt hierzulande jetzt bereits bei 37%. Und mitten in die Sorge um eine vierte Welle platzt nun ein Stimmungsdämpfer. Nach einer israelischen Studie ist der Impfstoff von BioNTech/Pfizer deutlich weniger wirksam gegen die Delta-Variante. Statt Anfang 96 sinkt er nun auf geschätzt 64%. Die gute Nachricht, der Schutz gegen schwere Erkrankungen bleibt unverändert hoch bei 93%. Beide Wirkungsgrade könnten auch für andere Impfstoffe gelten. In Israel wurde hauptsächlich BioNTech als Impfstoff verwandt. Und somit wissen wir nicht, ob andere Impfstoffe nicht prozentual noch weniger wirken. Wir wollen ja nicht mit der Impfung komplett vor Corona schützen, sondern die schweren Verläufe, die Intensivaufenthalte und natürlich auch gewisse Todesfälle deutlich reduzieren. Das ist die klare Botschaft. Impfen hilft jetzt erst recht, nicht nur gegen Krankenhausaufenthalte, sondern weil deutlich weniger schwere Erkrankungen auftreten, auch gegen mögliche neue Einschränkungen.